Schlüssel geklaut. Krass, echt, ne? Ja, für nur sind sie weg. Okay, also wir sind gerade angekommen beim Bus und die Radkappen wurden anscheinend schon geklaut. Geht ja gut los hier. Ja, wie ihr seht, wir sind bei meinem Bus angekommen. Gucken jetzt einfach mal, was jetzt eigentlich los ist und was jetzt mit dem noch passiert. Weil ich weiß immer noch nicht ganz, was jetzt eigentlich genau los ist. Ich habe nur gehört Motorschaden und wie ich jetzt eigentlich weiter vorgehe. Ja, das ist da auf jeden Fall. Ein Tauschmotor. So, aktueller Stand. Bus schaut eigentlich noch so aus, wie er abgegeben wurde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommen habt, aber die Radkappen wurden abgemacht wegen Abschleppen. War es jetzt im ersten Moment nicht so klar. Ja, jetzt ist die Frage, was man mit dem Ding macht. Entweder man verkauft ihn so und sagt, man bekommt einfach noch ein paar Scheine dafür und jemand nimmt das mit irgendwie zum Ausschlachten. Oder wir stellen erst nochmal bei uns ab, das wissen wir jetzt selber nicht genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal vorbeigefahren. Ich bin ja auf dem Weg zu Autohaus Erben, da hole ich ja mein neues Auto ab. Aber das ist schon mal ein cooler Stand, hier steht auf jeden Fall sicher. Wir haben jetzt noch ein paar Tage, bzw. ein paar Wochen Zeit bekommen, um uns zu überlegen, wie wir es machen. Und ja, ich lade noch ein paar Sachen über und dann geht's weiter. In Wetzlar. Laurenz, Nico sind auch schon am Start. Wir stehen hier vom Autohaus Erben und Erben bei Citroën. Und jetzt geht's los. Wir schauen jetzt mal mein neues Auto an. Wieso ist Nico dabei? Nico läuft ja auch schon mit. Nico ist eigentlich dabei, weil der Wagen auch schon mittlerweile foliert wurde. Also, es gibt wieder ein neues Reveal und ich glaube, meine Äuglein sehen da hinten schon was. Rote Abdeckung. Ich bin so gespannt. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen rum und dann machen wir ein schönes Reveal von meinem neuen Bus. So lange Zeit. Servus. Bin ich los? Hat lange gedauert, ne? Lang hat's gedauert. Ja, man muss ja dazu sagen, wann war ich hier? Im Februar, glaube ich, oder? Februar, März, glaube ich, ja. Februar, schon März. Aber war jetzt nicht euer Verschulden, war Corona? Corona, allgemeine Lieferzeitproblematik, aber Ende gut, alles gut. Und jetzt geht's Ende los. Gut, alles gut, jetzt geht's endlich los. Ich bin so gespannt, ich kann es kaum erwarten. Wirklich, im Februar war ich hier, da gibt es auch eine Insta-Story. Da habe ich hier schon mal einen Post gemacht. Und ich glaube, viele haben sich gewundert, was das eigentlich sollte, weil es kam überhaupt keinen Zusammenhang mehr und hat so lange gedauert. Aber das ist auf jeden Fall die Auflösung. Wir sind hier beim Autohaus Erben und ich habe gesehen, ihr habt Pitbikes gekauft. Klar. Bist du auch jetzt im Pitbike-Modus oder wie? Ja, öfters auf die Schnauze gefallen. Ja, das gehört dazu beim Pitbike-Fahren. Aber geile Teile, ich sehe schon. Welches ist deins? Das ist das für meinen Bruder. Ja? Mit dem ordentlichen Pott hier hinten drauf. Ja klar, mit dem Acker. Jawohl. Richtig geil. So, und da hinten steht das gute Stück. Du hast es ja jetzt schon gesehen, logischerweise, ja, oder? Ja, wir wollen was machen. Ja, ich würde sagen, einer hält die Kamera und fässt so ein bisschen meine Reaktion ein. Also, den Bus kenne ich jetzt wirklich nur von der Grafik. Ich habe ihn wieder auch nicht live gesehen. Von daher, es wird ja kein Bikeporn geben, sondern Carporn. Also das Ding wird abgezogen und dann kommt ja wieder ein schön Carporn und dann erzähl noch ein bisschen was. Oh. Mega geil und auch schön in matt. Boah, der schaut schon richtig geil aus. Junge, der gefällt mir schon richtig gut. Hier, der obligatorische Schlüssel. Genau, viel Spaß, allzeit gute Fahrt. Danke dir. Ich schaue jetzt erstmal kurz rein. Kannst du mir irgendwie eine kleine Einweisung geben oder ist das alles selbsterklärend? Oh, das erste Mal sitzen im eigenen Auto. Boah, man hockt schon auf jeden Fall sehr entspannt drin. Genau, wir haben ja hier Keyless. Im Prinzip Schlüssel kannst du irgendwo in der Hosentasche oder am Sack lassen. Kenn ich. Einmal auf die Bremse drücken. Starten wir mal das Auto. Uiuiui, ein schöner. Wie viel, ich weiß gar nicht mehr, wie viel PS habe ich jetzt eigentlich? 120.
War das der 120? Ich dachte, ich hatte mehr, aber gut. Nee, 120 PS und 8-Gang Automatik. 8-Gang Automatik, okay. Ey, ich kenne mich aus. Ja, ja, ich kenne mich aus mit niedrig PS Autos, von daher, ich muss ja eh nur von A nach B kommen. Nee, ich dachte bloß mal, ich habe selber mal gerätselt, ich dachte sogar, ich hätte den mit 200, aber gut, dann ist es bloß der mit 120. Hast du auf jeden Fall schön viel Platz hier. Also ich habe ja, wir hatten ja kurz überlegt, sollen wir zwei Sitze vorne reinmachen oder einen? Aber im Grunde, wenn du, wer schon mal zu dritt vorne in so einem Auto gesessen war, ist es absolut der Tod. Du hast einfach eh keinen Platz und deswegen ist zu zweit eigentlich richtig chillig. Jetzt gehen wir noch mal einmal kurz in den Kofferraum. Ah, ganz wichtig, ich habe zwei Türen. Ey, das ist ungefähr das Geilste. Links und rechts Türen. Und so schaut dann erstmal der Innenraum aus. Ich würde sagen, hier passen auf jeden Fall zwei Motorräder rein. Wenn ich Glück habe, noch ein drittes Pitbike. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber das sollte auf jeden Fall reichen. Felgen, ach so genau, weil hier jetzt auch die Reifen gerade drin stehen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich habe auch schon schwarze Felgen drin. Dank Reifen.com, die haben mir gleich mal so ein schönes Care-Paket geschickt. Hier Oxo. Muss aber auch dazu sagen, es gab gar nicht mehr viel Auswahl, weil da geht ja viel um hier Tragkraft und Traglast und so. Deswegen aber geil, schwarze Felgen schauen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und mit der Folierung bin ich dann auf jeden Fall schon mal ziemlich gut gerüstet und habe schon mal einen ziemlich geilen Schutz. Folierung habe ich noch gar nicht erwähnt, aber natürlich... Nico. Nee, aber du hast es diesmal gar nicht gemacht. Ich habe am Design ein bisschen mitgearbeitet. Aber du bist der Einzige da von Motocrom, deswegen muss ich dich jetzt ins Bild holen. Jetzt du musst jetzt einfach herhalten. Ja. Mach ich ja gerne. Du musst jetzt dafür gerade stehen. Ich bin so zufrieden. Wieso überhaupt Citroën? Dazu muss ich sagen, hier Laurenz, jetzt kannst du mal kommen. Wegen dem Kerl habe ich mir auch einen Citroën gekauft. Er fährt mach meinen kurz ins Bild. Stimmt, du kannst mal kurz. Hier. Das, er hat auch noch mal richtig coole Felgen. Aber er hat schon gesagt, die sind irgendwie nicht eingetragen, deswegen war das alles ein bisschen problematisch. Und ich muss hier auf jeden Fall den legalen Weg gehen. Von daher, Citroën, ich habe einen ziemlich guten Schnapper gemacht, würde ich sagen hier. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Citroën gefällt. Ich finde es auf jeden Fall eine super Alternative zum Beispiel ein T5 oder sonstige andere Transporter. Ich weiß, er ist definitiv kleiner als mein Fiat Ducato. Ich muss auch echt dazu sagen, dass der Fiat Ducato auch mir teilweise zu groß war. War fast immer ein bisschen anstrengend, mit diesem riesen Teil überall mitzufahren. Und jetzt gerade, wenn ich in Hamburg wohne, ist so ein Fiat Ducato natürlich auch nochmal ein bisschen komplizierter, da einen Parkplatz zu finden. Deswegen mit so einem Teil kriegst du definitiv immer einen Parkplatz und macht auf jeden Fall auch mega Spaß. Automatik, den ganzen Luxus. Ich habe ja auch Spurhalteassistent und Abstandswarner. Das war mir irgendwie sehr wichtig. Gerade wenn du Langstrecken fährst, ist das schon ziemlich edel. Also wie gesagt, ihr schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Auto gefallen hat und wie euch das Video gefallen hat. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.